Könnt ihr das glauben? Letzten Monat haben wir erst Garden of Benben 2 durchgespielt. Und jetzt gibt es schon den Garden of Benben 3 Trailer. Rein in die Olga, die hauen richtig raus. Die wissen halt einfach, wie man einen Hype richtig ausnutzt. Wir reagieren heute auf den Garden of Benben 3 Trailer. Obwohl ich mir vorstellen kann, dass sie bei deren Geschwindigkeit das Spiel nächste Woche schon rausbringen. Let's go! Das ist diese Kreatur, Abyss. Diese gruselige, riesige Kreatur, die in dem Haupttraum drin war. Das ist gut, vielleicht gibt es zu dieser Figur ein bisschen Geschichte. Ich meine, guckt euch mal an, wie winzig das Auto ist. Mann, da wird einem echt klar, wie groß die Kreatur eigentlich ist. Ich weiß nur nicht, was links neben dem Auto ist. Das ist kein Stinger, Flynn. Und wir kriegen einen nächsten Screenshot. Lonely. Ha, das ist die Spinne. Und in Garden of Benben 2 haben wir herausgefunden, dass die Spinne so ein bisschen ausgeschlossen ist. Deswegen passt das mit diesem Lonely. Übrigens, ich find's nice, dass sie aus drei Augen weint. Weil... Alter! Wir kriegen Frame für Frame ein Banger! Ich denke, das ist Jumbo Josh, der da hinterm Fenster wartet und er dreht sich so komisch. Das heißt, wahrscheinlich müssen wir an ihm vorbeischleichen, ohne dass er uns sieht. Und hier haben wir Benben, der eine Gitarre spielt. Ich weiß nicht, ich vertraue Benben nicht. Toadstars Jail. Toadstar war der Sheriff. Wir kriegen jetzt auch eine Stage für ihn. Mit Blumen und einem Gefängnis. Spielen wir Räuber und Gendarm mit dem? Ich weiß nicht, ich kann mir darunter noch nicht viel vorstellen. Und jetzt... Warte mal, hier waren wir doch schon. Wir sind beim Cannon Game. Und ich glaube, wir spielen Stinger Flynn. Den wir jetzt leider im zweiten Teil nicht spielen konnten. Aber eigentlich war das hier Stinger Flynns Bereich. Okay. Drohne. Pop. Die Zeichnung ist freundlich. Ich weiß nicht, ich muss sagen, dafür, dass Garden of Benben ein Horrorspiel ist, finde ich, die Kreaturen sehen ziemlich freundlich aus. Oh, ein neuer Wir spielen Stinger Flynn. Heißt das, wir kommen nochmal zurück in diesen Raum? Ich habe diesen Raum nicht gemocht, um ehrlich zu sein. Aber es gab schlimmere Räume. Zum Beispiel dieser Raum am Ende, wo man springen musste. Was könnte... Ein Rätsel. Hier können wir Sachen stapeln. Ribbit. Wolltest du Rabbit sagen? Lern doch... Englisch. Ich mag deinen kleinen Sheriff-Hut. Auf jeden Fall. Und hier haben wir wieder diese langen, gruseligen Gänge, wo einfach gar nichts drin ist. Ich finde, das ganze Spiel sieht sowieso so aus, als wäre es in einem Traum entstanden. Was für ein Item haben wir hier eben gerade erhalten? Da hat irgendwas links aufgeploppt. Eine Zange. Was müssen wir in diesem Raum tun mit einer Zange? Ich sehe diese verschiedenen Bluttropfen, sage ich jetzt mal. Wahrscheinlich ist Rot von Benben, Grün für Jumbo Josh und Blau für... Weiter! Okay. Das ist der Hauptaufenthaltsraum. Den kennen wir noch. Ein super riesiges Megafon, durch das uns Benben wahrscheinlich anschreit. Gar keine Lust darauf. Eine Cafeteria? Und eine Art Aufzug oder Liftsystem. Die Schnecke. Übrigens mein Lieblingsgegner aus Garden of Benben. Das war wirklich der einzige Gegner, wo ich sagen kann, ich finde den verstörend. Und komischerweise ist die Schnecke auch der schnellste Charakter in Garden of Benben. Mit großem Abstand. Mit sehr großem. Warte mal kurz. Habe ich euch gesagt, dass die Kreaturen von Garden of Benben nicht gruselig aussehen? Alter, in was für ein Rageboot geht hier Benben rein? Der sieht gefährlich aus. Der sieht echt gefährlich aus. Alter, heißt das, die Kreaturen haben nochmal einen Modus, den wir gar nicht kennen, den wir jetzt erst im Spiel das erste Mal begegnen, sozusagen ein Albtraum-Modus? Weil ich meine, der sprintet uns hinterher in einer Geschwindigkeit. Natürlich reiten wir auf eine Opilla Bird, weil sonst würde es gar keinen Sinn machen. Das Normalste auf der Welt. Garden of Benben. Und wer bist du? Du bist neu. Wir haben ein Känguru, das ganz viele Augen in seinem Bauch drin hat. Das heißt, es hat wahrscheinlich viele Babys dabei. Oh mein Gott, wir kriegen sowas wie die Opilla Babys. Nur mit Känguru. Wir kriegen die Känguru Babys. Krass. Das sieht echt nice aus. Rechts und links sehen wir diese... Es sind zwei Spinnen. Und beide sind einsam. Keine Sorge, ich kann das für euch fixen. Ich repariere eure Einsamkeit. Und zwar... Boom! Ihr seid Freunde! Kein Problem! Okay, gucken wir weiter. Hä? Ist das Stinger Flynn? Oder wer bist du? Wieso ist das Ding so riesig? Wer ist das Ding? Garden of Benben 3. Gibt es ein Datum?
Wir kriegen kein Datum. Was für ein Kack. Das sieht wirklich ziemlich cool aus. Vor allen Dingen mit dieser komischen, dramatischen Hintergrundmusik. Ich mag den ersten Screen am meisten, ne? Wo wir Abyss sehen. Ich glaube, Stinger Flynn. Ich bin mir nicht sicher. Oder das könnte die Kreatur sein, die wir ganz am Ende des Trailers gesehen haben. Hier. Aber dann sehen wir erst recht, wie groß Abyss eigentlich an sich ist. Das hier ist halt einfach eine Größeneinheit. Das Auto ist winzig, die Kreatur ist nochmal größer und Abyss ist ein Monster. Alter, ich bin sehr, sehr gespannt auf das Spiel. Das ist der offizielle Trailer. Und jetzt kommt mein Lieblingsmoment, wo wir uns einfach den Trailer nochmal angucken, ein bisschen zurücklehnen, Hakuna Matata und einfach alles auf uns wirken lassen. Abyss sieht so brutal aus. Könnte das der Endgegner von Garden of Banban sein? Lonely. Das ist die Spinne. Die Spinne heißt Nap-Nap. Übrigens, wir haben ja am Ende zwei Spinnen gesehen. Und wenn beide Lonely sind, ist es ziemlich naheliegend, dass die ein Liebespaar werden. Dass sie zusammenfinden. Hier spielen wir mit Stinger Flynn. Ich denke jedenfalls, dass das Stinger Flynn ist. Entschuldigung, dass ich jetzt doch stoppe. Weil die Krallen sind ja irgendwie so. Und Stinger Flynn ist ja eine Qualle, Oktopus, Pipapo und eigentlich müssten die Arme hängen. Also ich bin mir nicht 100%ig sicher, dass das hier Stinger Flynn ist. Es könnte auch sein, dass die Kreatur am Ende Stinger Flynn ist. Hier sehen wir Jumbo Josh in glücklich. Da, 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 da. Geil sieht das alles aus. Und Stinger Flynn oder beziehungsweise die Version von Stinger Flynn hat auch eine Fähigkeit. Wir können Dinge schießen. Oh Gott, ich muss das Video wieder unterbrechen. Ich muss ganz kurz sagen, wie sehr ich das appreciate, dass wir mehrere Items auf einmal aufnehmen können. Wir sehen hier bei dem Rätsel. Ba, 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 ba. Packt er hier einen Stein drauf und packt hier einen Stein drauf. Und das ist ein großer Fortschritt. Das heißt, das ist nicht so ein Spiel, wo ich jeden Stein einzeln holen muss, sondern ich kann direkt welche stacken und... Geil! Das macht ihr richtig. Feier ich. Rabbit, das sagt Sheriff. Dieses komische Ding mit den Blutdingern. Das sah übrigens aus wie so ein Laborviertel. Ich wollte eigentlich stoppen, aber jetzt stoppe ich die ganze Zeit. Es tut mir leid. Das Riesenmegafon. Und wir haben überall Kameras in der Ecke. Ich weiß nicht, was das hier ist. Ich glaube, das ist eine Chipkarte und ein Schlitz für eine Chipkarte. Und noch irgendeine andere Luke. I don't know. Diesen Aufzug, den kennen wir. Die Schnecke. Ich hoffe, die werden wir übrigens nochmal sehen. Und der aggressive Banban. Und wir reiten auf Opila Bird. Und das meine ich hier. Wir sehen jetzt zwei Spinnen. Rechts und links. Die extrem weit von der Hauptfamilie entfernt ist. Das hier ist Nap-Nap mit dem Partyhut. Und das ist eventuell seine Freundin. Sie hat eine Schleife und so weiter. Ist ein Indikator dafür. Muss im Jahre 2023 nichts heißen. Ich weiß, aber ist ein Indikator dafür, okay? Bitte cancelt mich nicht. Alter, eigentlich muss das Ding Flynn sein. Das muss er einfach sein. Welche Kreatur ist sonst orange und hat so viele Arme? Aber seit wann ist Stinger Flynn denn bitte sehr so groß? Normalerweise ist der meine Größe. Und nicht so groß wie Jumbo Josh. Außer Jumbo Josh und Stinger Flynn haben ein Kind bekommen. Und das wäre gruselig. Oder? Ich weiß es nicht. Leute, schreibt mir aber bitte eure Meinung zu dem Trailer in die Kommentare. Habe ich irgendwas übersehen? Gibt es irgendwelche Informationen, die ich missverstanden habe? Ich möchte so viele Meinungen wie möglich hören. Ich für meinen Teil beende hier die Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Bye-bye.